Dieser Film ist ein Studentenfilm der HFF Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Flamingo Pride von Thomas Eschet ist die Geschichte des einzigen heterosexuellen Flamingos in seinem Schwarm. Als sich die Vögel zu einem riesigen schwulen Musikfestival zusammenfinden, entdeckt er seine Liebe am Himmel. Eine einsame Störchin erweckt sein Interesse. Doch bei den anderen Vögeln in der freien Wildbahn ist der Flamingo nicht gut gelitten. Sie machen sich über den rosa Vogel lustig. Und auch seine Angebetete erwidert seine Annäherungsversuche nicht. Natürlich kommt am Ende alles anders als erwartet. Ein typischer Filmfestivalfilm mit der einen lustigen Wendung am Ende? Nicht ganz. Denn die Macher des Streifens setzen bei der Verbreitung von Flamingo Pride nicht nur auf Festivals, sondern auch auf das Internet. Und das kommt an. Innerhalb von nur 4 Tagen haben bereits über 35.000 User der Videoplattform Vimeo den Animationsfilm angesehen. Die Reaktionen kommen aus der ganzen Welt und sind durchweg begeistert. Fantastisch, brillant und beeindruckend lauten die Kommentare. Immer mehr angehende Filmemacher nutzen die Videoplattformen, um auf ihre studentischen Arbeiten aufmerksam zu machen. Rolling Wild etwa ist ein Projekt des dritten Studienjahres einiger Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg. Ihre Idee: Was wäre, wenn alle Tiere rund wären? Eine Zusammenstellung ihrer kuriosen Kurzfilme wurde bei YouTube allein über 400.000 Mal aufgerufen. Ebenfalls im dritten Studienjahr entstand dieser sehenswerte Kurzfilm über einen Einsiedlerkrebs, der plötzlich obdachlos wird. Dieser Film des israelischen Studenten Yevgeny Krachak weist eine Besonderheit auf. Er verknüpft echte Hintergründe und reale Szenen mit einer computergenerierten Figur. Der erfolgreichste studentische computeranimierte Kurzfilm heißt aber Ra. Der Science-Fiction-Film des 22-jährigen Kaleb Lichowski wurde nach seiner Veröffentlichung auf Vimeo innerhalb weniger Tage mehr als 1 Million Mal angesehen. Doch nicht nur das Internet war begeistert. Kurze Zeit später meldete sich Hollywood. Von Kaleb Lichowski werden wir ganz sicher bald noch mehr zu sehen bekommen.